Flash-Crash an der Stockholmer Börse. Um 8% ging es in Stockholm am Montag nach unten und alleine schon 3% beim Euro Stoxx 50. Was war da los? Und damit herzlich willkommen zu Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Ja, die Citigroup hat direkt eingeräumt, dass der Fehler in ihrem Hause lag. Ein Londoner Händler hätte sich wohl vertippt. Ja, das kennen wir unter den Begriffen Fat oder Fast Finger. Insgesamt hat dieser Fehler allerdings die europäischen Aktienmärkte direkt einmal 300 Milliarden an Marktkapitalisierung gekostet. Und auf die Citigroup kommt jetzt natürlich einiges zu. Nicht nur, dass man Ängste und Befürchtungen um seinen Ruf, um seine Reputation hat. Nein, es wird natürlich auch dementsprechend eine ordentliche, eine sehr, sehr saftige Strafe geben. Klar, dass dementsprechend sofort die US-Börsenaufsicht sich eingeschaltet hat und jetzt natürlich verständlicherweise diesen Vorgang prüft. Ja, der englische Händler hat sich wohl mehr oder minder vertippt. Vor allen Dingen ganz bedauerlich für die Citigroup. Es war nicht das erste Mal. Auch schon im Jahr 2020 hat man hier dementsprechend Fehler einräumen müssen, denn man hatte hier dann an Revlon, den großen Kosmetikkonzern, 900 Millionen Dollar überwiesen. Auch das war eine Falschüberweisung. Die Citigroup hat dabei nur einen Rest des Geldes tatsächlich zurückfordern können. Und auf der anderen Seite ist man dann auch noch belegt worden. Und zwar mit einer saftigen Strafe von 400 Millionen US-Dollar. Also Fast und Fat Finger sind immer ein kostspieliges Vergnügen. Das war Micknauf für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.